Willkommen zurück zum Rennen! Was jetzt schon losgeht? Da hinten ist der Kontrollpunkt. Und erstmal in die schöne Garage. Damit wir auch schön die Kurve verpeilen. Aber erstmal richtig schön Nitro einsetzen können. Mann! Kann ich es gleich wieder neu versuchen? Ich Kurven verpasse ich hier. Nur weil ich den Part anfangen wollte. Verdammt, darf man nicht mal einen Part anfangen. Oh, Part. So fühlt man sich als Let's Player. Okay. Genug zu tun, als ob man heult. Jetzt wird gefahren. Ja, mach mal Platz hier. Ich hab grad keine Zeit für euch. Slam Takedown. Finde ich gut, man. Oh, lol. Scheiße. Finde ich das mit meinem orangenen Porsche. Ab in die Lackiererei und wir machen ihn silber. Grau-silber, silber-grau ist fast das gleiche. Benutzen unser Nitro, damit wir wieder nach vorne kommen. Den hier überholen können. Und den hier ein bisschen hinten reinrahmen können, damit er einen Schubs-Takedown bekommt. Was hast du denn für eine Karre? Das ist ein schöner Porsche, sag ich dir. Denn der Typ hat mich gemacht. Ach, das ist ein Rundkurs. So, das gibt's ja auch mal wieder. Nicht immer nur Sprint. Ich sprinte, bis ich tot bin oder so. Nee, ich rundkurse, bis ich tot bin. Rundkurs ist immer meins gewesen. Und down bist du. Ich kriegen wir auch noch down, komm. Die machen wir von hinten down. Lol. Und zack, sind wir schon Vierter. Alles klar, jetzt sind wir schon Dritter. Wir packen das noch, hoffe ich. Ja, da vorne sind die schon zwei aneinander. Ich hoffe mal, die überhole ich noch. Komm, das schaffen wir, bevor wir ins Ziel kommen. Nein! Zweiter geworden. Zweiter. Das versuchen wir aber gleich nochmal. Und zwar, wenn wir Erster werden. Anwenden. Aber erstmal. Blub. Kann ich eigentlich was mit dir da vorne machen? Bleib mal stehen. Au. Au. Rennen, das hatten wir ja gemacht. Starten wir dann nochmal. Ich will Erster werden und will keine Scheiße bauen. Ich will endlich mal normal spielen. Ihr wisst ja, ich versuche gerade irgendwie ins Spiel zu kommen. Keys to the City heißt es. Na komm. Geht doch. Oh. Das ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Komm. Eigentlich wollte ich doch. Und nicht Keys to the City. Hat mich das. Was hat. Genau das hatten wir hier. Da. Ich Fehler. Warum sind die nicht geordnet? Naja. Na komm, bleib schneller. So langsam ist mein PC nun auch nicht. Oder liegt es daran, dass ich aufnehme, wa? Okay, das Rennen hat man gerade gemacht.
Das weiß ich jetzt, das sehe ich jetzt, das weiß ich jetzt. Lol, schon jemanden getakedowns? Ja, mich selber. Komm schön, beschleunigen mit dem Nitro. Denn wir wollen nämlich wieder aufholen. Position 7. Dürfte 1372 Meter mit Porsche Carrera, Porsche 911 Carrera S. Habe ich geschafft. Okay. Schön. Nein, 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 nein. Sowas lasse ich mir nicht tun von seinem Limousinen-Porsche. Oh. Da, Limousinen-Porsche, bleib stehen. Warum schrottet man eigentlich die Wagen? Freiwillig. Weil Spaß macht. Aha. Da, Jesus, macht Spaß. Schrot schon wieder, ihr Blitz. Das geht jetzt doch nicht. Ich faile nur in diesem Rennen. Wenn ich jetzt nicht Erster werde... Wiederhole ich das direkt. Okay, ich werde nicht Erster. Ich bin schlecht, schlecht, schlecht in Rundkurs. Weil ich so viel crashe. Hätte ich nicht gecrashed, wäre ich hier jetzt Erster. Überspringen. Und wir winken den Fahrern zu. Denn es macht Spaß. Weil ich geblitzt worden bin. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Wow. Ich habe doch gesagt, aus dem Weg, sonst passiert sowas. Wenn man auf mich nicht hört, dann ist man scheiße, ne? Komm, es ist spannend und es wurde spannend. Lol. Lasst mich doch mal in Ruhe. Wer ist eigentlich die ganze Zeit Erster, welches Auto? Würde ich jetzt gerne wissen. Wenn da jetzt so eine Überkarre vor mir ist, ne? Rast dich aus. Komm, du Überkarre, bleib mal stehen. Du bist der gleiche Porsche. Ja, komm her. Dich takedown ich noch zum Vergnügen. Komm. Naja, okay, war kein Takedown. Aber naja, ich habe ihn gerammt. Oh, perfekt um die Kurve. Das Rennen schaffen wir diesmal im ersten Platz. Und gewonnen. Leichtbau-Asis. Aha. Ich kann nicht lesen. Most Wanted Challenge verfügbar. Gewicht geht runter. Das ist sehr gut. Robustheit, naja, komm. Bauen wir ein. Machen wir uns direkt mal sauber hier. Aha, nice. Nimm dir seinen Wagen und sei einer der Most Wanted.
Naja, so viel Veränderung sehe ich da jetzt nicht. Oder hat das nichts mit Veränderung zu tun? Beschleunigung. Höchstgeschwindigkeit geht hier runter. Rennreifen. Oh, das ist nice. Hallo, Bulle. Getriebe bleibt drinne. Most Wanted Wagen. Most Wanted 10 kann man machen. Aber wir machen jetzt mal das letzte Rennen. Drift. Oh, das hört sich auch gut an. Dann geht's weiter. Zum Drift. Und zwar einfach mal unter der Brücke lang. Mit dem Spoiler, der nach oben ragt. Ist es der? Muss haben. Muss wechseln. Muss töten. LOL! Boah, nice. Aber wir müssen erst mal den Porsche fertig kriegen. Boah, der ist nice. Richtig nice, richtig nice. Aber leider müssen wir mit dem jetzt erstmal... Vielleicht können wir mit dem den... Au, das Most Wanted drin machen. Mal gucken. Aber R8 ist schon... Audi R8 ist schon ein geiles Auto. Müsste schon zugeben, Audi R8 ist beste. Vielleicht findet man sogar noch bessere Wagen in dem Spiel. Ich habe es mir nämlich noch nicht vorher angeguckt, weil ich mich nicht gerne spoilern lasse. Hab nur gehört, dass es sehr, sehr geil sein soll, aber... Es ist bis jetzt sehr geil, aber nicht wie Most Wanted 1. Most Wanted 1 war perfekt. Und das Most Wanted 2, wie viele sagen. Obwohl es gar nicht Most Wanted 2 heißt, sondern Most Wanted normal. Das ist die 2012er Version. Es ist eigentlich sehr, sehr gut. Und hat auch gar nichts mit Most Wanted 1 zu tun, meiner Meinung nach. Aber die Grafik ist epic, die Steuerung ist epic. Das Spiel ist bis jetzt auch epic. Und da ist ein Bulle auf der Autobahn. Und epic. Und man kann wieder Sachen machen, die man im Most Wanted 1 schon machen konnte. Das finde ich gut. Radarfallen gibt es wieder. Die ganzen Cops. Verfolgungsjagden. Ich crash überall rein heutzutage. Kann das sein? Zu viel GTA gespielt hier. Ah, hier links, glaube ich. Ne, hier links ist was anderes da oben. Aber bis jetzt episch. Wow. Conventional Drifts. Langes Getriebe. Wer der Erste? Wo driften wir denn? Lol. Sieht gut aus. Au. Also müssen wir doch nicht driften, sondern das ist eine Strecke, wo man gut driften kann. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Aber das wollte ich. Das wollte ich nicht. Einfach mal Nitro einsetzen und den hier rammen kurz. Und dann einfach wieder Gas geben. Mit unserem roten Porsche. Sich selber in die Wand gebracht. Oh Mann. Was bist du denn für ein Wagen? Ein kaputter. Und zack, bin ich Erster.
muss ich doch noch ein bisschen reinkommen in die Steuerung. Nein, 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 nein. Nein. Das wollte ich nicht. Komm, 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 ich überhole wieder. Oh, Rot ist schön. Komm, überholt's. Überholt's. Und überholt's. Nie wieder irgendwo reinfahren. Ist nicht gut. Beziehungsweise nie wieder irgendwo driften und falsch in die Kurve fahren, wo es eigentlich nicht gehen sollte. Ah, nicht schon wieder. Guck mal hier, diese Kurve. Ja, ich habe ja nochmal Nitro. Gebe ich aber auch für diese Kurve hier. Und wieder Nitro an. Orange. Anscheinend haben wir schon alle Farben entdeckt, die es gibt. Leider kein Grün. Leider kein Grün. Ziel uns geschafft. Erster. Reifenreparatur, langes Getriebe und verstärktes Chassis verfügbar. Oder sowas ähnliches. Nö. Nehmen wir mit. Und nö. Na komm. Wir wollen jetzt mal die Map anzeigen lassen. Damit wir den Kart patten können. Damit wir den Part cutten können und ich sag da mal bis zum nächsten Part. Bis denn. Tschüss.